Hallo und herzlich willkommen. Neue Saison, wir starten wieder durch. Wir möchten wieder aufsteigen in der Leiter auf dem Weg zur Legendary. Und hoffen, dass uns unser kleiner Hunterback hier hilft. Ihr seht ja. Na, ich habe die Bestie immer noch drin. Ich wollte die schon so lange rausnehmen. Alexa gegen Garrosh! Na schon. Sieg oder Tod! Lass die Jagd beginnen! Das ist natürlich sehr schön unser Deck. Wir haben eigentlich fast eine perfekte Lass die Hunde los Reihe drin. Können sie natürlich allerdings erst abspielen, na, wenn wir die Münze haben in der fünften Runde. Aber wir warten mal ab, was er spielt. Was kommt Interessantes? Er spielt gar nichts. Da ist ein Pass. Wir schauen einmal nach einer Karte. Und ich würde sagen, gegen den Krieger. Feendrache bringt nichts, kriegt er gleich weg. Der hier könnte mindestens 4 Schaden machen. Der würde 3 Schaden machen. Hat allerdings noch die Option drin. Ich nehme den Feendrachen. Wir schauen einfach mal, was er jetzt ausspielt. So. Nächste Runde. Okay. Wir haben hier einen 2er Schaden drauf liegen. Sollten wir entfernen, wenn wir. Na, sehr schön. Naja, wir müssen ja trotzdem noch warten bis zur Runde 5. Soll ich ihm das durchgehen lassen? Die 2 Schaden? Ne, wir lassen es. Wir rollen einfach mal ein bisschen. So. Ja, ich bin ein bisschen heikel, was sowas angeht. Er spielt den nächsten. Was kommt dieses Mal? Hat er irgendwas im Dreier? Wahrscheinlich schon, es sieht danach aus. Er überlegt und. Geladen und entsichert! Okay, ein 2er Schaden, der dran liegt. Wir stellen ihm mal eine Falle. Mal sehen, ob er ihn wegnimmt. Schauen wir mal. Vielleicht hat er auch irgendeine schöne Waffe. Zurück an die Arbeit! Okay. Das ist natürlich mega dämlich gewesen. Warum bufft er ihn hoch? Okay, hier sind nochmal 3 Schaden. Wir bekommen einen Lepra-Gnom, das ist sehr schön. Einmal hier, einmal da drauf. Wir müssen nur schauen, dass er jetzt schön Schaden bekommt, dass wir vielleicht ihm hier das Ganze ein bisschen aufräumen. Und wenn wir den Adler kriegen, können wir in Runde 6 oder 7 können wir direkt durchstarten. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Was jetzt? Okay, ein Dreier, der hier liegt. Na gut, der könnte unseren Lieblingsknopf. Nein, er geht direkt auf uns. Okay, er möchte uns schnell umhauen. Jetzt wäre natürlich der Dreier schade gewesen. Okay. Ich sollte ihn irgendwie wegkriegen. Hab allerdings nicht genug Schaden da. Na. Ich kann ihn aber zumindest mal wegnehmen und das machen wir auch. Dann nehmen wir ihn. Dann kriegen wir halt zumindest mal die 7 Schaden. Ist auch viel, ich weiß, aber. Tja, was soll man machen? Ich hätte ihn auch kopieren können, er hat ja Ansturm. Ich hätte ihn auch haben können. Okay, er macht den Fehler, dass er viel ausspielt. Das ist natürlich für uns sehr schön. Und jetzt bitte enttragen. Nein, wir bekommen keinen. Aber ich kann ihm den hier wegnehmen. Dann hat er noch 6 Schaden da liegen. Oder ich nehme einen Tierbegleiter, aber ich glaube, ich mach die Kopierspielereien.
Und nimm ihm den mit der hohen Lebenserwartung, nehme ich ihm mal weg. So. 7. Jetzt könnten wir endlich mal unseren Falken haben. Wäre nett. Er spielt einen Yeti. Eine absolut starke Karte. Und bekommen immer Schaden und immer rein. So, wir haben was wir wollen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na perfekt. Das ist was ich sehr gern hab. Wir haben hier 2 und jetzt können wir ein bisschen aufbauen. Einmal. Zweimal. Und der hält wieder ins Gesicht. So. Mal schauen, was er jetzt macht. Wir haben jetzt einen wunderschönen Kartenvorteil. Er spielt einen 2. Yeti. Wird uns jetzt wahrscheinlich den Falken und einen von den Wölfen wegnehmen. Okay. Schön. Passt immer noch. Solange wir noch ein Tier da haben, passt. Er hat noch seine Waffe und er hat den Yeti. Was jetzt? Wir können mit dem Hundi, können wir nachher gleich den einen wegnehmen, zusammen mit ihm und einem anderen Dreier. Okay. Okay, er macht den Fehler, er geht uns ins Gesicht. Das ist schön. Na, hier könnte ich sogar noch 2 Schaden drauf machen, aber bringt nichts. Dann hauen wir erstmal den 1-5er weg. Dankeschön. Und jetzt zusammen mit dem anderen Hund. Bereit zum Ausritt! So. Kostet meinen Stab! Wir geben ihm noch ein bisschen Schaden. So. Gut, wir haben den Kartenvorteil. Ich hätte eigentlich statt ihm vielleicht auch den Tierbegleiter in der Hoffnung, dass wir einen Tank bekommen. Und er bekommt die Drecksagentum knapp hin. Das ist hier. Die können wir dispellen, aber wir schauen erstmal, vielleicht bekommen wir perfekt. 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 Gut. Die kommt weg. Wie entfernen wir sie? Ich hätte hier einen 6er liegen. Ja gut, gegen ihn kann sie eh nichts direkt machen. Wir können sie auch komplett ignorieren. Auf in die Schlacht, Made! So, einmal, die sind eigentlich, ja, man muss den nicht mit uns drin haben, aber jetzt haben wir eine schöne Möglichkeit, wie wir ihn da ein bisschen ärgern. Er braucht die Dreierwaffe, dass er uns vorbeikommt. Aber zur Not können wir ihn in der nächsten Runde auch mit unserem Tank ein bisschen ärgern. Und was spielt er? Hatte er einen Wirbelwind? Nein, er hat irgendwas gegen unseren Tank. Was jetzt? Was macht er? Geladen und entsichert! Ein Schaden? Okay. Und jetzt hat er keine Alternative mehr. Das ist schön. Er hat jetzt 2 Schaden drauf.
Und wir gebt mir eine Quest. Mal ein bisschen auf. Spürt meinen Zorn! Oh, ja, erst wenn man eine Karte ausspielt. Super. So, einmal. So, dann können wir da aufräumen. Und wir spielen. Nicht wissen, wie die so, und solange er jetzt keine 5 Schaden hat, sind wir noch gut. 4, 7, 8. 11. Okay, würde langen gegen ihn. Aber die Dreier, die stürmen mich halt echt dran. Was hat er? Hat er. Und er wäre den Tod. Okay, wir haben es geschafft. War aber sehr risikoreich gespielt. Hat mir jetzt persönlich nicht ganz so gefallen, die Art und Weise. Aber naja, Sieg ist Sieg, da kann man nichts dran ändern. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare, gebt ein Like. Wenn es euch auch irgendwas gebracht habt, ihr dürft das dann gerne deckern ausprobieren, das seht ihr an der Seite hier. Und ja, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wie wir oder durch was wir unsere Bestie mal ersetzen sollen in diesem Anfängerdeck, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Runde. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.